Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Digital Devil Saga. Beim letzten Mal haben wir bis zur Ebene 5 gespielt, haben aber auch schon gesehen, dass Schafe doof sind. Dass Bad mittlerweile eigentlich schon weiß, dass wir keine Sarah hier haben, sondern nur mal eine Angela. Aber okay. Und jetzt hat mich ein einziges Schaf überrascht. Das ist schon ihrem Schaf. Aber ja, sowas kann auch passieren. Oh, ganze 5 Schaden. Na gut. Ich habe höchstwahrscheinlich... echt jetzt. Was sind wir da so kämpfen, wo das nicht sein muss? Nein! Nein! Wir hauen hier vor den Kanal rein. Das ist wieder sehr, sehr typisch. Ich habe gerade dieses Video angefangen. Schon passiert wieder sowas. Naja. Ich bin da vor eine ganze Weile in den Gebieten unten im Kreis gelaufen. Fürs Level. Ich komme hier hin. Ich mache den Part an. Werde untransformiert überrascht und krieg noch einen, naja, Zufallskampf hinterhergeschoben. Also, dürfte ich mich vielleicht ein bisschen weiter bewegen. Ja, es ist manchmal ein bisschen verstörend. Ich habe nicht extrem viel meine Mannschaft trainiert, aber ich bin auf dem besten Wege mit Cielo Heaton zu lernen. Heaton ist die dritte Technik von den Force Abilities, weil ich Force Repel haben möchte, bevor wir beim Boss des Kapitels angekommen sind. Ihr erinnert euch ja, der Boss des Kapitels wird nun mal. Naja, eigentlich ist es ein minimaler Spoiler, aber hey, es wird Bad sein! So, da war eine Tür, ich hab's fast wieder vergessen. Und Bad könnte Bad sein, wenn wir nicht Zelt benutzen können. Von daher ist das schon eine gute Sache, dass ich das Ganze lerne. Ansonsten bräuchten wir noch Terrasen und oder Items aus dem Inventar, die halt Erdschaden verursachen können, wie immer. Um mit ihm umgehen zu können. Und das ist so das Wichtigste. Aber gut. Das sind so meine Vorbereitungen für den kommenden Bosskampf. Hier wieder eine anbringen. Okidoki. Noch 2. Gut, wir sind auf Ebene 6. 7 und 8 fehlen noch und dann haben wir eigentlich alle Ebenen abgefasst. Dann gibt es noch einen Bosskampf und dann macht das Schiff Kablui. Einzige, was ich darin bereue, ist, dass wenn das Schiff Kablui macht, mein Ort des Levels oder wieder ein ganzes Schieß. Aber naja, gut. Manchmal muss man mit sowas auch arbeiten. Normalerweise hätte ich jetzt nochmal den Deathblow eingesetzt, aber hey, wenn ich gerade so ein Schäden essen kann, das ist nochmal gut für meine Knochen. Ein bisschen Kalzium, ne? Dann passt das. Vielleicht ist da ja noch Gehirn drin. Wer weiß, ob das so super ist. Es geht in manchen Ländern als Delikatesse. Also, warum nicht? Nicht wahr? Na, hier ist noch ein Heilort, sehr schön, kann ich das auch nochmal eben schnell einsetzen. Zack, 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 zack. Und ja, richtig gut leveln werde ich sowieso erst ab. Naja, eigentlich im letzten Dungeon, damit wir möglichst viele Abilities lernen können. Und relativ zügig auch wieder, weil wir. Oder was heißt zügig, aber gut, weil wir auch das Geld dafür brauchen. Ohne Geld keine Abilities. Wenn die Gegner nicht viel Geld geben, dann ist halt tatsächlich nicht schnell mit den Abilities mal irgendwie kaufen und lernen. Das sind ja trotzdem nach wie vor. Boah, es ist halt. Sollte Licht abmachen, das wird langsam nicht mehr. Das sind trotzdem 5 Charaktere, die alle dasselbe lernen und so Abilities, die teilweise 100.000, 350.000 etc. kosten. Geld ist insofern eigentlich nichts wert, außer für Items, die man unbedingt notwendigerweise braucht, halt sowas wie das irgendwas, das Curse, das bla bla bla. Meiner Meinung nach immer besser, sich damit heilen zu können, als dass ich Zauberstone dafür verwenden muss.
zum anderen benutzt man es vielleicht, um sich ein bisschen eine bessere Schusswaffe zu kaufen. Ich meine, für den Fall der Fälle ist das immer praktisch, ne? Wenn ich weiß, ja, okay, fein. Ich kann mich auch rein theoretisch mal eben so heilen. Das ist mal schön. Oder ich weiß nicht, ob es irgendwann dann. Ich meine, es gibt doch irgendwann ein MP-Objekt. Das ist auch nochmal eine schöne Sache. Und die Schusswaffen, falls ich mal wirklich überrascht werde, ist immer eine gute Sache. So. Na gut. Sonst ist das hier eigentlich ein Wegwerfgebiet. Allein dadurch gegeben natürlich, dass wir es nachdem wir hier fertig sind, nie wieder betreten werden. Weil es ist kaputt. Was allerdings im Umkehrschluss auch heißen sollte, wirklich gucken, dass wir hier alle Items eingesackt haben. Denn danach ist dieser Ort weg. Mal abgesehen davon, dass es halt fürs Leveln her relativ traurig ist, weil trotz meines einen Game Overs, weil ich die Taktik komplett falsch hatte. Und so begrüßt einen das Spiel dann so, hey, Kumpel, wusstest du schon, dass ich jetzt zu Death kann? Alright, hier bin ich. Und dann stirbt man und denkt so, irgendwie war das jetzt kacke. Oh, neue Gegner. Bewegt euch ja nicht. Das ist Team 3, over. Wir haben den Fuchs in eine Sackgasse geführt. Wir sind auf der 7. Ebene, ich wiederhole, hä? Das bringt sie zum Schweigen. Okay, der Mitte ist weg. Und er kann auch dürfen, so, das ist. Also, allein das ist schon wieder so ein Punkt, wo ich sage, ja, okay. Er macht alles und ich stehe hier und denke mir, ja, alles klar. Gerade sagen, ich bin mir ziemlich sicher, dass der Flug da volle Kanzel raus wird, aber das war mir jetzt gemessen daran, dass ich diesen Gegner eben schnell lieber erledige, als ewig hier rumzukämpfen. Ist mir das dann trotzdem lieber. Und anderes Resultat ist, der Fluchstatus ist damit jetzt weg. Soll ich da weiter irgendeinen Aufstand schieben? Nee, einfach erledigen und ab nach Hause. So was brauchen wir hier nicht. Wir brauchen mehr von. Nein, auch nichts davon. Nur dass nur Schafe sind. Schafe sind noch gut. Mit Schafen kann man arbeiten. Allein dadurch, dass der Death Blow mal zwei die Gegner umgeht. Und in dem Moment, wo wir Heat wieder in die Gruppe kriegen, haben wir sowieso erstmal wieder ausgesagt, zumindest was physisch angefangen geht. Wenn natürlich wieder ein Gegner kommt, der da komplett umgegangen ist, haben wir relativ zügig ein Problem. Aber davon, ja, yeah. Glück erhöht, auch sehr schön. So. Das ist wieder die Frage aller Fragen. Wenn es da weitergeht, was ist dann in der anderen Tür? War da überhaupt eine Tür oder war da ein Gang? Nee, das war da ein Gang, aber den haben wir nicht verfolgt, also weil die da ist. Ergo müssen wir da lang gehen, da habe ich meine Neugierde befriedigt. Das. Und ja, wir wissen, High Counter und so. Ich hoffe natürlich immer drauf, dass sie zumindest keine Zitrette ziehen. Das wäre reichlich praktisch. Aber man weiß ja nie, ne? Weil sonst wissen wir, Kampf ist dann kein Thema. So, Death Resist, yeah. Nicht, dass ich das kriege. Also, das sind jetzt alles Techniken gewesen, die man gerade lesen konnte, die mir eigentlich völlig egal sind. Aber gelernt ist gelernt, ne? Ah, okay. Kann Stimmen von oben hören. Weiter, ich gehe die Position. Sie bewegen sich zu unserer momentanen Location. Wir müssen die aufhalten, egal was los ist, was angeht. Vielleicht hätte ich auch so eine Kurve machen können. Vielleicht ist es deswegen gegangen, na, ich weiß es nicht. Mal wieder muss ich mir vorstellen, dass es dann während diese ganze Sache abgelaufen ist und die Leute gemerkt haben, oh wow, wir können uns in Dämonen verwandeln und so. Das ist ja voll krass. Und haha, wir sind immer noch die Stärksten. Dann gab es bei den Brutes diese Leute, die sich auf einmal in ein Schaf verwandelt haben.
Das ist doch wirklich so. Warum bin ich ein Schaf? Warum kann ich nichts Cooles sein? Warum seid ihr komische Schlangenkrieger mit Speeren und du bist tot, kommt der in der Luft fliegt und ich bin ein Schaf? Warum? Ich stelle mir das insofern ja schon wirklich sehr unterhaltsam vor. Weil, ja, unsere... Ich meine, die Hauptcharaktere logischerweise sind alle was anderes. Und dann gibt's halt Leute, die sind ein Schaf. So ist das eben. Es ist sehr, sehr merkwürdig. Und ich glaube nicht, dass es auch nur ansatzweise fair ist. Aber hey, manche Leute sind richtig coole, komische Flugdämonen. Und manche Leute sind ein Schaf. Ich meine, Phantome sind rein theoretisch auch nur Gaswolken. Das ist irgendwie auch nicht viel besser. Aber ein Schaf? Betteln ja förmlich darum, von mir gefressen zu werden, wenn sie ein Schaf sind. So, aber ja, nicht vergessen, schön alles einsammeln. Wir kommen hier nie wieder hin. Nur nochmal, das wirklich sich vor Augen halten. Wir kommen hier nie wieder hin. Es ist wirklich wichtig, dass wir jetzt alles einsammeln. Danach haben wir keine Chance mehr, auch nur einen Fuß hier reinzusetzen. Ich werde es bereuen, dass ich irgendwann mit dem Ding verschluckt. Aber zur gleichen Zeit ist es auch so, wenn ich alle meine 5 Charaktere habe, ist es deutlich nützlicher, sich im Kreis zu drehen und ein paar Kämpfe zu machen. Weil schlussendlich trotzdem alle die Atma-Punkte wenigstens. Ja, und dadurch, dass sie dann alle Atma-Punkte kriegen, kriegen sie alle gleich dann ihre Erfahrungswerte dafür und bla bla bla. Sobald ich dann noch anfange, ihnen die Mutual Karma-Dinger beizubringen, damit sie halt tatsächlich, während ich das mache, auch noch dieselben Techniken lernen, beziehungsweise den Level erhöhen können. Ja, gut, jetzt haben wir alles. Schöne Ebene nochmal gewesen, auf jeden Fall. Ebene 8 müsste mehr damit nach unser Ende sein, also da sollte ich dann dem Fall, dass ich nochmal speichern. Obwohl ich ja zwischen den Parts gespeichert habe, so ist ja nicht. Das war ein totes Schaf. Nur ein totes Schaf ist auch ein gutes Schaf. Jetzt werden sie aber aggressiv wie die Schafe. Mann, Mann, Mann. Ich meine, wenn das eine Ebene wäre, wo nur Schafsgegner auftauchen würden, boah, wäre ich denn gut. Dann würde ich nur noch im Kreis drehen, zweimal den Deathblow und fertig bin ich. Aber so schön ist es dann halt leider noch. Oh, Mantaron. Ist aber was ganz anderes. Ich will sagen, ist genau dasselbe. Aber hey, es sind Manta. Jeder mag Mantaron. Oder? Ja. Sind interessanterweise auch mit die ersten Gegner, die man damals treffen konnte, in Shin Megami Tensei Nocturne Shin Megami Tensei Lucifer's Call. Ein und dasselbe Spiel, aber naja, andere Namen eben. Okay, einer von denen alleine ist natürlich ein bisschen witzloser sozusagen. Dann können wir mal das hier machen, können den Bolt Flare einsetzen. Das davon, dass du mir die Zunge rausgeschreckt hast. Zack! Und ja. Warum ich jetzt hier noch Earthbirds gegeben habe, ist relativ simpel. Wobei eigentlich ist egal. Weil er nicht mehr die dritte Stufe erlernen wird. Wir brauchen auch noch... Brauchen ist vielleicht fast schon wieder zu viel gesagt, aber... Es wäre ganz praktisch auch noch... tatsächlich das zu haben. Also... Terra, Terrasi, etc. Na, wie viele von den Kontern? Kontern alle? Wenn alle kontern, ist Surf sehr wahrscheinlich gut. Haha. Hätte die kontern sollen. Ja, also. Wo ich stehe geblieben. Achso, ja, Terra, Terrasi, etc. Er wird die dritte Stufe nicht lernen, aber wie gesagt, wir kämpfen nochmal gegen Bad. Bad ist. Im Groben ist er derselbe Kampf wie immer. Eigentlich schon tragisch, dass ich sagen kann, ich war, weil er jetzt schon das dritte Mal dann auftaucht, aber es war das letzte Mal. Was? Ja, doch, war das dritte Mal. Ja, ja, zweimal. Bisher. Ja, ja, alles richtig. Alles richtig gesagt. Und wir müssen ihn aus seinem Guardstand holen, indem wir eben
mit Terra, Terrasi etc. agieren. Und das können wir halt nur, wenn die Leute es auch gelernt haben. Deswegen ist es ganz praktisch, wenn er das auch könnte, der Cielo. Früher oder später kann jeder meiner Charaktere alles. Aber ich glaube, es ist nur wichtig, dass Surf alles kann für den Übergang ins zweite Spiel. Aber naja. So viel dann dazu. Die Forces der Brutes, also die Streitkräfte der Brutes, warten oben auf der Treppe. Ich will jetzt wirklich hochgehen. Sie. Hier kommen sie. Ja! Das ist so ein bisschen wie tatsächlich. Okay. Wie tatsächlich. Ja, du musst noch mehr rein, ist in Ordnung. Ich hab's jetzt schon wieder super an, muss ich ja sagen. Eigentlich wollte ich sagen. Wollte ich irgendwas sagen. Ja. Ah, ich hatte gehofft, dass vielleicht einer davon sterben würde, aber nein. Dafür machen wir so heute, das ist mir egal. Mabufudüne interessiert mich jetzt überhaupt nicht. So, einmal diesen da machen, einmal das hier machen. Und einfach volle Kanne auf Angriff gehen. Das ist aggressiv werden hier. Nehmen wir immer noch. Ich gehe stark davon aus, dass Feuer gut funktionieren würde, aber habe ich halt nicht. Uh-oh. Stirbst du? Sehr gut. Gewonnen haben wir im Prinzip. Ich meine, die Kosten waren nicht so groß. Ne? Wir haben da drei Leute, die brechen. Zwei Leute, die brechen. Aber abgesehen davon. Er kann halt nicht gegen uns gewinnen. Das ist das Problem. Weil der Angriff auch zu schwach ist. Also, Tschüssikowski. Kriegt halt nur Surf die Erfahrungspunkte, aber das ist egal. Das ist egal. An dieser Stelle bin ich über den Punkt hinaus, wo ich kurz was aufregen würde. Ich sage, ja, ja, schon. Hauptsache, diese Kämpfe werden auch irgendwie gewonnen. So, hier ist alles kaputt. Wirklich alles kaputt. Keine Tür. Also, eine Tür, aber, ne, hab ich davon. Nur diese eine Tür, das ist im Prinzip da, wo jetzt gerade nichts mehr zu sehen ist, weil wir gerade im Kampf sind. Da war jetzt gerade die Treppe, die wir, als wir das Gebiet das erste Mal verlassen haben, sozusagen gesehen haben. Da wird es wieder hochgehen. Nur um so ein Gefühl dafür zu geben, wo wir gerade in etwa sind. Lass mal sehen, das ist ein Mann. Das ist ein Feuer oder sowas. Oder Frostbombe. Frostbombe, glaube ich auch. Frostbombe! Ja, ein bisschen zu spät ist der Fall. Also, wäre schön gewesen, wenn ich das hätte jetzt einbinden können. Aber, naja. So, drei von denen sind je nachdem, wie viel ich machen kann vorher, weil sie mir ja trotzdem HP abziehen. Schon irgendwie nervig. Ne, weil ihr habt gesehen, ich kann relativ einfach mit dem Deathblow zweimal die Viecher umgehen, aber wenn ich nicht dazu komme, plus ich muss ja im Hinterkopf behalten, ja, rein theoretisch könnte ich kontern, und wenn sie kontern, würde ich noch aufgehen. Ne, das ist ein bisschen blöd, aber da habt ihr das. Da oben haben wir angefangen, jetzt sind wir hier. Das gibt einem ungefähr das Gefühl dafür, wo man jetzt schon alles war in diesem Schiffchen. Jetzt gibt es natürlich schon wieder mehrere Wege, oder was? Kann das jetzt mal langsam aufhören? Sind im Prinzip auf der Zielgeraden, ne? Nur ich komme halt nicht dazu, zum Abschluss zu kommen. Das ist mal wieder sehr typisch. Bei meinem Glück gehe ich halt jetzt genau richtig und muss einmal nochmal komplett zurücklaufen. Nur um alles durchwühlt zu haben. Das ist zum Mäusemelken, wie man so schön sagt. Einfach zum Mäusemelken. Eine Heldenration, schöne Sache. Kann ich nicht einfach mal als erstes sagen, ist das denn immer so zu viel verlangt? Verlange ich wirklich immer so viel, dass ich das hier einfach nicht mehr haben darf? Ich weiß es nicht.
Wir wissen, die Schwäche ist Blitz, von daher. Es sind keine starken Gegner. Es ist nicht mal sonderlich sinnvoll, dass wir uns mit ihnen anlegen müssen. Aber sie sind halt da, wir killen sie, wenn ihr sie wissen. Okay, ich bin falsch gegangen. Was gut ist. Immer dran denken, wenn in einem RPG jemand sagt, ich bin falsch rumgegangen, dann heißt das normalerweise, wenn das Spiel gut gemacht ist, wohlgemerkt, dass man zumindest irgendwo gelandet ist, wo es Sachen gibt, wo man was einsammeln kann, etc. Genau, ein Shotchill ist. Die bringen mir ja überhaupt nichts. Hier hast du Nervenschuss mit 88. Wie sage ich mit Cielo aus? Ja, der hat wenigstens Metal Jacket. Nicht, dass das wirklich viel mehr machen würde, aber hey, er hat's. Das ist die Hauptsache, er hat's. Er kann immerhin 40 Schaden machen, also sozusagen. Und somit können wir jetzt den richtigen Weg gehen. Keine Sorge, wir beenden dieses Video, in diesem Video, egal wie lange es jetzt dauern sollte, beenden wir diesen Dungeon. Es ist mir egal, wie lange es dauert, wir beenden diesen Dungeon, wir machen heute Schluss mit dem Teil. Okay, Maxim, ich wollte schon sagen, maximal kontert jetzt noch der andere da. Bei den ersten haben sie schon übersprungen, also kann nur noch einer kontern, kam aber gar nichts mehr vor. Ah, das ist auch sehr schön. Mit diesen komischen Insektenviecher mal eben und zack, umfängt und raus nach Hause. Sozusagen. Nach Hause ist natürlich jetzt wieder so eine Sache. Ich geh nicht nach Hause. Ich bin zu Hause, ich gucke meine Videos auch nur zu Hause. Also nicht meine, aber allgemein meine abonnierten Videos. Guck ich nur zu Hause, weil ich habe keine Internet-Flatrate auf der Arbeit. Sauerei. Aber gut, ich bin auch zum Arbeiten da und nicht um Videos zu gucken. Also von daher ist das schon irgendwie, naja, normal. Ich wollte nur einmal kurz in den Raum und ein bisschen wieder rausgehen. Aber nein. Lieber den lieben Kommin nochmal direkt in die Kinder reinpusten. Naja, egal. Ist egal, der Kampf ist vorbei und damit hat sich das dann. Es ist ja wieder mal so ein Fall von Dungeon, bei dem ich aber tatsächlich das Gefühl habe, ja gut, unabhängig von dem Game Over. Am Anfang war es wieder einigermaßen ein bisschen schwierig. Jetzt ist es relativ simpel und einfach, was die Kämpfe angeht. Finde ich immer gut. Wie gesagt, da hat man wirklich das Gefühl dann, man hat, was heißt Sinnvolles, aber man hat was in diesem Spiel dann vollbracht. Ne, ich mag das Gefühl, dass das Spiel mir im Prinzip sagt, yo, das was du da gemacht hast, ist gut, du hast auch gut gelevelt, du hast vernünftige Techniken in deinem Set drin, jetzt passt das alles, das ist eine schöne Sache. Ja, du Kra oder so. Kra dich selber. Heißwolf gelernt, schön. Plus zumindest die zweite Stufe von Erde. Ich glaube, ich auch das einzige Spiel. Also, ich habe natürlich nicht alle gespielt, aber ich würde gerade fast darauf wetten, dass es das einzige Spiel ist, in dem es Terra überhaupt gibt. Könnte ich jetzt sagen, ja. Also, ich kann mich nicht entsinnen, dass es in anderen Shin Megami Tensei-Teilen das Element Erde gab, aber das kann auch komplett falsch sein gerade. Ich glaube, der letzte Teil, den ich gespielt habe, ist Shin Megami Tensei Apocalypse. Und rein theoretisch warte ich jetzt auf den Shin Megami Tensei Teil, der für Twitch etc. kommt. Aber darüber gibt es noch keine großen Informationen, also weiß man, was so gar nichts mehr passiert. Ach ja, so ist das. Da geht's hoch, da geht's rein. Ich habe keine Ahnung, wo wir am besten handeln sollten. Ich meine, ich nehme den Speicher dankend an. Ich kann sagen, jo, passt. Könnte auch direkt Eismeister lernen, dann hätten wir Wufu üben. Kostet zwar wieder einiges, aber ist egal. Ich hoffe halt, dass ich nicht in die Verlegenheit komme, dass Cielo jetzt tatsächlich noch die dritte Erststufe lernt. Wäre zwar gut für den Kampf, versteht mich nicht falsch, aber das würde heißen, ich habe hier unglaublich viele Bossgegner. Einfach nur Zufallskind. Und die muss ich nicht unbedingt haben. Wirklich nicht. Achso, der 5. Ja, ja, okay, dann macht das jetzt. Ich wollte gerade sagen, warum zum Geier? Geht's immer noch weiter in diesen Dungeon so gesehen?
Aber hat alles seine Richtigkeit. So, einmal das hier wieder machen. Raven Shard reinwerfen. Ich sag ja, macht total Bock, dieses Ding tatsächlich mit Krieg zu werfen. Weil es tatsächlich hilft. In gewisser Weise. Weil man dadurch eben sehr, sehr viel einspart an so Sachen. Diorama etc. Das wiederum heißt entspannt unglaublich viele MP-Kosten. Dementsprechend kann man in Dungeons deutlich weiter rumrennen. Das ist schon eine gute Sache so. Obwohl es halt auch so funktioniert, wie ich es mit Gale gemacht habe und die. Ist das ein Hochding da tatsächlich oder ein roter Ding? Das ist ein Hochding, schon richtig. Also das wäre der Aufzug. Sieht man zwar nicht, aber das ist der Aufzug. Geil. Naja, jetzt stört mich halt zwar trotzdem noch, dass ich hier gerade diese Horn auf sie wieder durch die Gegner laufe, auf der Suche nach dem einen Ort, wo ich die Bombe anbringen kann. Weil das ja natürlich nur an einem Bombenort geht. Gut, es wurde gesagt, ja, strukturelle Schwäche oder was auch immer. Beziehungsweise ein perfekter Ort, um halt eine Bombe anzubringen. Aber nee. Da sollten sie auch für den Weg die ganze Zeit abzuspeisen, damit ich einigermaßen den Weg finden kann. Ich bin auch nur ein armer kleiner Kommi und ich weiß so gar nicht, wo es lang geht. Sollte mal gucken, was der Weltrekord für Digital Devil Saga ist. Nur so aus reinem Interesse. Come on! Ja, doppel come on! Wirklich? Jetzt noch schon wieder? Bist du gar nichts von? Gar nichts. Deswegen ist das eigentlich wirklich, im Prinzip wirklich unschön, dieses Geräusch zu hören von wegen, ja, du wurdest überrascht. Ich hasse dieses Geräusch. Also den Soundtrack, weil ich dann weiß, das ist das reine, schon wieder. Sonst wäre es mir egal, aber... Der erste Gedanke, den ich jedes Mal mit diesem Musikstück habe, muss das jetzt sein? Target neutralized. Ja, die Gegner. Ich glaube, ich habe es aber letztes Mal schon mal erwähnt, aber tatsächlich gibt es Endkampf-Quotes, aber wann hört man die schon mal? Normalerweise würde man sagen: Bäh! Oh, Mottenmänner. Hey! Ich wollte gerade sagen, Mottenmänner sollten in der Lage sein, Zio-Dino einzusetzen. Beziehungsweise Zio im Großen und Ganzen würde auch reichen. Wenn ich es so nenne. Das heißt für mich Electric Drain. Und die so, haha, können wir auch! Earth Drain! Und dann fällt ihnen auf, oh, war irgendwie eine doofe Idee. Naja, dann kann Surfer schon werden, der ist immer voll. Der Anführer kriegt erstmal alles und die Reste kriegen dann die kleinen Leute von unten. Hat auch richtig viel in Eismeister reingepasst dann dadurch. Wenn ich die zwei Mottenmänner gegessen habe, ist ja. Kann man den Part auch in die Länge ziehen? Vielen Dank dafür. Also ohne Mist, das. Fängt gerade an, mich ein bisschen zu nerven. Ich werde nichts sagen, aber ich hätte schon. Na, nicht unbedingt fertig sein können, aber deutlich weiter. Ja, ich habe auf Risiko gespielt, war doof, ne? Nur so ein bisschen zumindest. Denn. Ist ja nicht so, als hätte ich das Problem unbedingt. Einfach so und zack, bumm, fertig. Doppelt wieder da, direkt der nächste Angriff. Wobei es mich tatsächlich wundert, dass das komische Käfer auf jeden Fall ist. Ja, das war jetzt unbedingt notwendig. Unbedingt. Damit jetzt noch Gale wieder ver... 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 Ver...
Nee, ist nicht vergiftet, er ist verflucht. Also nur damit wir uns richtig verstehen. Ich will nicht damit sagen, das Spiel ist nervig oder was auch immer. Aber so manches Mal könnte man die Zufallskämpfe ein bisschen runterschrauben. Wenn es diese Option geben würde, ich wäre so glücklich. Ich will doch nur fertig werden. Aber nein! Die sorgen gerade tatsächlich eigenhändig dafür, dass ich noch die dritte Stufe von dem Erdzauber lerne. Vielleicht wollen sie mir auch nur helfen. Warum nicht, ne? Man kann es ja auch positiv sehen. Aber es ist ja nicht so, als würden die Kämpfe lange dauern, es sei denn, dass noch wieder irgendwas durchmarschiert. Das kann immer mal passieren. Wenn ich jetzt mal so langsam, das ist doch unklar. Warum ist die Ebene so lang? Was ist das hier? Ich verstehe das nicht. Manche Ebenen, die sie hier eingebaut haben, da geht man rein, guckt sich einmal um und denkt sich so, ja, das war's schon. Und hier kommen sie gerade um die Ecke. Hey, surprise! Habt ihr noch 5 Gänge da? 6 Gänge da drüben? 18 Treppen? Ich übertreibe gerade, ja, aber. Weil wir wissen eigentlich, wo wir hingehen wollen. Beziehungsweise wohin müssen. Wir müssen danach durch das Ding da, um hier reinzukommen. Und dann sind wir fertig. Aber ich komme ja nicht dazu. Wobei ich vielleicht tatsächlich dazu übergehen sollte, fürs LP es Thomas Race zu kaufen. Aber das ist ungefähr so, als würde man ein Pokémon-Spiel LP und dann anfangen, nur noch Top-Shot zu werfen und dann sagen, ja, ist ja gar nicht so schlimm, weil gerade passiert ja nichts. Ah! Mein. Geht auch! Zeigt zwar so gesehen nicht wirklich richtig, wie das Spiel tatsächlich läuft. Aber in der Theorie funktioniert das. Ist alles gut. Das ist eigentlich so ein Trick von Gale, dass er so gesehen den Gegner zerschnibbelt und dann das Stückchen, was da noch runterfällt, dann mit dem Kopf auffängt oder so. Das ist das so, wie die Leute, die eine Erdnuss nehmen, hochwerfen und dann essen, nachdem sie gefangen haben oder so. Ich weiß es. So wieder ein, sag mal, ein Gedankenwert. Nervig. Die Schafe können aber ganz schön viele Zauber einsetzen. Das nur Schafe sind sozusagen. Mann, Mann, Mann. Problem ist, dass ich hier jetzt kein Einzelkampf oder also er da, der Vogel. Und wieder einer, der verflucht ist. Gut, dass sie natürlich auch das Gegenmittel droppen, aber was also Sachen, die ich nicht brauche, ne? Alle 5 Sekunden verflucht werden. Brauche ich nicht, stört aber auch nicht. Weil es. Naja, kein Effekt hat für mich. Ist ja auch nicht so, als hätte ich nicht welche gekauft. Ich hatte irgendwie. Ich sollte es vielleicht leicht auch auf den richtigen Charakter anwenden. Das ist doch unglaublich. Ich will doch nur fertig, ja. Ah, Gott. Du weißt schon, ich will die Bombe anbringen, ich will nach Hause sozusagen. Da fehlt nicht mehr viel, aber ich darf es nicht zu einem Ende bringen. Ich darf nicht zum Abschluss kommen. Geschichtlich packt das aber wiederum super rein. Das ist so, als würden dadurch, dass wir jetzt kurz vor der Vollendung stehen, wobei das eigentlich uns gar nicht wissen dürfen, was wir hier machen. Warum zum Geier ist hier noch mehr Weg? Warum? Ich verstehe das nicht. Da. Ja, ich bin gerade ganz leicht genervt tatsächlich. Jetzt so langsam reicht mir. Das ist ja. Wow.
Und ja, übrigens, ihr seht, da steht, egal wen ich angreife, steht Schwäche. Das liegt daran, dass wir tatsächlich mal anfällig sind für unsere Pistolen. Es ist zwar tatsächlich ein Gegner, bei dem es sich in dem Sinne lohnen kann, mit der Pistole drauf zu schießen. Aber das macht es für mich nicht besser. Das macht es vielleicht nur schlimmer. Ich habe gedacht, da kommt nicht mehr viel. Deswegen habe ich gedacht, ich mache den Part jetzt mit diesem Part das Ding fertig. Jetzt will ich mein Wort auch nicht brechen. Aber es ist haarscharf dran. Ich denke, meine Herren. So langsam, ne? Moment. Das Ding hier verbindet nur das mit dem da. Nein, das heißt, da ist der Bombenraum. Ich müsste dann da wieder hin. Wow. Großartig. Ich mache einen Cut. Also, kein komplett fürs Ende des Videos, aber ich laufe da jetzt nochmal zu. So. Ich kann jetzt die Tür öffnen. Werde die Bombe setzen. Gut. Alle Explosionen sind bereit für alle Ebenen. Das heißt, wir müssen aus dem Schiff entkommen, nachdem wir uns mit Argilla wieder getroffen haben. Wenn etwas auf dem Rückweg nicht passiert, sehe ich euch wieder vor den Türen. Beziehungsweise der Tür, wo ich nochmal die Heilstation, die Speicherstation habe. Und ja, natürlich hat Cielo noch die gute Ebene von den Erdzaubern gelernt, bei denen Mackie ankämpft. Also, dementsprechend bis gleich. Und da stehen wir auch vor dieser, wie gesagt, besprochenen Tür. Sprich, wir haben jetzt einmal das gesamte Schiff gesehen. Jetzt müssen wir nur noch dahin kommen, wo Argilla ist. Wobei da wahrscheinlich auch wieder 15.000 Kämpfe gleichzeitig kommen, bevor ich überhaupt mal Argilla zu Gesicht bekomme. Aber, naja, wir sind fast da. Die paar Kämpfe lasse ich jetzt auch noch drin. Eieiei. Ich habe ganz minimal jetzt die Skills schon mal angepasst, damit ich da keine Probleme mehr habe. Wichtig ist also, er hat jetzt zum Beispiel Terasi drin, damit wir da schon mal noch zuhauen können. Und natürlich Force Repair. Dasselbe gilt für ihn eigentlich. Also für Cielo, er hat das auch. Surf ist der Einzige, der das nicht hat, aber ich gehe davon aus, dass ich zwei Charaktere, die das drauf haben, eigentlich zurechtkommen müsste. Natürlich immer dieses könnte, würde, müsste unter Umständen eigentlich. Ist immer gefährlich, sowas zu sagen in Fantasy hier. Aber im Großen und Ganzen gehe ich davon aus, es müsste eigentlich passen. Wenn nicht, ich habe ja gespeichert, so ist ja nicht gefahren. Hä? Ich hätte in den Parts, in denen ich nicht mehr am Aufnehmen war, einfach mal aufstehen können und ich dann mache nochmal ein paar ein. Ich lasse mich lieber blenden. Oh mein Gott. Mein Gott, Herzwilkre. Hätte nicht gedacht, dass hier sowas noch rumflattert. Ah, gut, okay. Ich wollte gerade sagen, ich bin mir nicht sicher, was deine Schwäche ist, aber Sido klingt ganz gut. Random. Ist ja nice. Ist das eigentlich ein Grund? Gibt es da noch einen anderen? Das sieht so ein bisschen aus, als wäre da noch eine andere Status bei Surf drin. Naja. Charme löst sich so auf, Gift natürlich nicht. Allerdings ist ja interessant, wenn sie eigentlich noch andere fliegende Viecher dabei haben. Wieso wissen die Boots nicht, dass es keine Sarah gibt? Oder, natürlich die andere Variante, es ist in dem Sinne egal, weil sie sollen ja auch Surfen umbringen, ne? So ist ja nicht nochmal eine Runde, ne? Okay, dann. Ja, wenn es an mir gehen würde, würde einmal reichen, aber das ist dem Spiel dann egal. Power Charge! Okay. Könnte ich als Surf mittlerweile auch, würde so Sachen wie Deathrow etc. auch nochmal deutlich verstärken. Aber richtig lohnt tut sich das nicht. Wenn ich eh zwei Runden brauche oder zweimal den Deathrow,
Dann ist das ein, der einzige Effekt, den ich wirklich daraus ziehen würde, dass ich weniger HP verbrauchen müsste, um anzugreifen. Weil er dann mit einmal fertig ist. Ich könnte jetzt an dieser Stelle nochmal speichern. Jetzt braucht das Menü wieder ewig. Ich weiß gar nicht, warum ich den Knopf zugedrückt habe, weil ich eigentlich nicht brauche, aber es müsste eigentlich so passen. Man kann halt Geräusche in dieser, hinter der Tür wieder hören, nur um zu sagen, ey, da ist ein Bosskampf! Das ist ein Bosskampf! You're no different than me. How many of you devoured, huh? We eat to survive. It's only natural. You're just like me. Come on, admit it! Say it, bitch! Und da werden wir wieder. Agila macht im Kampf mit, wir könnten sie einwechseln, wenn wir wollen würden. Aber da wir jetzt deutlich mehr Techniken eigentlich so drauf haben sollten als sie, ist das erstmal irrelevant. Ja, der fällt direkt dann zu nerven. Ich meine, ging daneben, aber hätte auch treffen können, hätte ich getroffen, wäre mega nervig. So, und er verteidigt. Schöne Sache. Dann kommt jetzt das, was ich meine. Das erste, was wir nehmen, ist Force Repel, nur um immer auf der sicheren Seite zu sein. Und dann Terazi. Das ist halt so ein Ding, wenn er unbedingt verteidigen will, soll er verteidigen. Das ist nicht das Problem. Die Landmine. Ja, dann den Score so weiterzuführen. Falls es funktioniert. Und Gale sowie Cielo sind dann halt unsere Main Damage Leader. Weil es funktioniert. Es funktioniert sozusagen. Ich weiß übrigens wirklich nicht, warum sie in solchen Kämpfen, wo er halt da ist, Psycho Rage nutzen muss, aber. Also warum sie ihm nicht direkt 4 geben, aber der Punkt ist halt, das ist wieder das Typische, er ist ein Dämon, deswegen. Ne? Nein, ich werde nicht sterben. Ihr solltet diejenigen sein. Sotsilaha Bane ist seine neueste Spezialtechnik, die einen Charakter in eine Fledermaus verwandelt. Oder alle in eine Fledermaus verwandelt. Ich wusste nicht, dass er gegen alle einsetzen würde, aber hey, das ist scheinbar auch so ein Ding, was er kann. Und dann kommt halt Sanma dabei raus. Nur, dass wir das eben kontern. Der Punkt ist halt, wir wären als Fledermäuse sehr anfällig für den Angriff. Also für das Element. Und indem wir Force Repel wenigstens drauf haben, passiert uns da erstmal nichts. Ja, natürlich auch noch was anderes einsetzen, aber im Prinzip ist das egal. Dann bin ich jetzt einer normal. Haha, fürchtet euch nicht. Passt auf den Weg. Also, ja. Ist allerdings in dem Fall auch wieder dieser Angriff ist ein Force-Angriff. Solange ihr irgendwie Force-Angriffe annulliert oder was auch immer, habt ihr damit eigentlich kein Problem. Yep. Hab vergessen, den Knopf rauszunehmen. Böser Junge. Solange ein Charakter noch eine Fledermaus ist, macht er glaube ich immer Winde der Hölle oder Spiral Edge und sowas. Und Spiral Edge ist jetzt wiederum in diesem Sinne ein bisschen bösartiger für uns. Weil es eine reine Schadensfunktion hat. Kein primäres, oh, ich mache jetzt mal einen Boss-Zug. Wäre trotzdem schön, wenn jetzt demnächst irgendwann mal Surf sich entscheiden würde, ja, dann nehme ich eine Fledermaus. Ist doch nicht ganz so was für mich. Aber naja. Der Fakt ist ja, wenn die Fledermaus kontert erstmal eiskalt. Ich fand nicht billig.
Was soll ich sagen? Ich hab schon wieder vergessen, das ist aber nicht so wichtig. Könnte Surf sich so langsam wirklich mal dafür entscheiden, dass das Leben als Spielermod gut ist? Danke sehr! Ist das auch nur irgendeine Art, einen Kameraden zu behandeln? Gebt einfach zu, wir sind dasselbe, also wir sind gleich. Wir sind gleich. Ja, jedenfalls, solange man eigentlich Force-Angriffe annullieren, drainen, was auch immer kann, sollte es keinerlei Probleme mit dem Kampf geben. Was wirklich schlimm ist, ich habe das Gefühl, sein Kopf ist da, wo sein Bauch sein sollte. Ich meine, gut, so viel Platz hat er ja normal eigentlich nicht, aber, also, grundsätzlich nicht. Mann. So. Diorama, um geheilt zu sein. Ist natürlich praktisch, dass wir als Fledermäuse trotz allem über die Fähigkeit verfügen, sowas zu machen. Jetzt machen wir einfach mal das hier, um die Runde mit zu verschwenden. Und weiter mit Terasi. Das ist zumindest die Schwäche, von daher machen wir danach dazu Schaden. Und das war's. Sind wir ihm auch endlich komplett los. Und da ist das, was ich angesprochen habe. Argilla kommt wieder in die Party. Mit einem erhöhten Level, netterweise auch. Plus sie hat Hades direkt gemeistert. Ich musste also nicht nochmal extra gucken, dass wir ihr da irgendwas beibringen oder so. Nee, sie lernt das von vornherein vollautomatisch. Gute Sache. Oh man, you three are heavy. Do you realize we could share the same fate as them? We all hate, we all fight, we all devour just to survive. But eventually we'll die. I couldn't defend myself. We aren't any different from him. What's the point then? Why live like this? Why are we even alive? Surf, tell me. Also ich weiß, das sieht aus wie eine Sache, die wichtig ist, aber eigentlich ist es das nicht. Nur um das mal gezeigt zu haben, man kann nicht gehen. Hallo? Ja. Ich verstehe es nicht, aber dank diesem Song können wir menschlich bleiben. Ja. Ein Gebet, das nicht den Himmel erreicht. Irgendwas Wichtiges fehlt noch. Ja.
Ja, Song berührt meine Seele. Es ist traurig, aber sehr. Das kümmere ich mich um. Gut, du hast einen Bericht abgegeben. Bericht ist immer gut. Ah ja, wir haben einen neuen Hideout. Wir haben eine zweite Basis. Yeah. Die, soweit ich mich erinnere, deutlich kleiner ist. Mann, das wird ein langer, langer Fracking Part. Naja, oder auch nicht. Bis zum nächsten Mal.